Aber die sind halt auch schwer zu finden, weil die halt bei so tiefen Wracks halt eher sind. Aua! Alter, scheiße! Bloß weg hier. Moin, und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Subnautica. Ich habe hier unten in diesem Lost River Biom eine Base aufgebaut, zumindest einen Teil davon. Wir brauchen nämlich jetzt erstmal noch Aerogel. Was brauchte ich eigentlich nochmal für Aerogel? Muss ich nochmal nachgucken. Schauen wir mal nach. Was war das jetzt, was wir da brauchten? Rubin und Gelsack. Wartet mal, Gelsäcke haben wir doch hier. Wie viel Platz habe ich noch im Inventar? Wie viel brauchte ich jetzt nochmal für so einen Generator? Moment. Gelsäcke gibt's hier. Und das können wir ja theoretisch craften im Zyklopen. Da haben wir ja die Möglichkeit dazu. Hier gibt's Rubine, da. Und einen Gelsack habe ich auch schon mal hier gesehen. So, einmal Rubin. Mal gucken. Irgendwo hier war noch ein Gelsack, das weiß ich noch. Da unten zum Beispiel. Da ist ein Gelsack. Da hinten ist noch einer. So, Gelsack. Warum kann ich das jetzt nicht nehmen? Geht, okay. Geht alles. Alles gut. Hier ist nochmal ein Gelsack. Und dann können wir das am Zyklopen craften. Vielleicht zwischendurch nochmal einen Rubin mitnehmen. Ja, einen Rubin vielleicht noch zur Sicherheit. Ich glaube, man braucht immer einen Rubin und einen Gelsack. Also einen Rubin mal noch nach Ausschau halten. Muss ein bisschen mit der Energie wieder gucken hier. Nicht, dass ich dann am Ende gar keine Energie mehr in gar keinem Fahrzeug habe. Das wäre nicht sehr schlau, wenn ich es dazu kommen lasse. Die Seemotte ist jetzt nämlich auch nur noch bei 81%. Hier ist noch ein Rubin. Den nehmen wir mit. Und dann craften wir mal Gelsäcke. Die Frage ist halt wirklich, ist es hier unten warm? Ich hoffe, hier unten ist es warm, ey. Ohne Witz. Die Seemotte sagt, sie hat 24 Grad hier unten. 25, 24. Reicht das schon für so ein Ding eigentlich? Ah, scheiße, man hätte natürlich auch sagen können, hier wird's warm. Hier könnte man ein Wärmekraftwerk aufbauen. Wäre auf jeden Fall schlau, ne, das hier zu machen. An so einem schwarzen Raucher. Ich schätze mal so in der normalen Wassertemperatur, bei 24 Grad, ist das, glaube ich, zu wenig, oder? Das wird... Was ist denn hier los, ey? Ich werde voll angefaucht. Das gefällt mir ja gar nicht hier. Was ist das denn? Oh. Tschüss. Auf Wiedersehen. Hier wäre es eigentlich schlau gewesen, die Base aufzubauen zwischen den zwei schwarzen Rauchern. Das ist auch nicht so weit weg vom Eingang. Wie man es macht, macht man es falsch. Aber ach ja, hier war ja dieser komische Krake. Der mit dem Glaskopf. Der Glaskopfkrake. Okay. Hier ist der Zyklop. Soll ich jetzt das Aerogel craften? Ja, ich mach das jetzt mal. So. Dann lese ich mir das nochmal durch. All systems online. So, Energie. Wie sieht's aus? Lass mich mal darauf, bitte. Energie sieht bei 50% nur. Verbraucht der gerade schon wieder Energie? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ah nein, um Gottes Willen, bloß nicht die Lampen anmachen. Bloß nicht irgendwie jetzt Lampen anmachen oder sowas. Also. Aerogel. Nicht, dass ich jetzt hier die ganze Energie in das Aerogel stecke. Warte mal. Nö, ist noch alles gut. Alles ist gut, alles ist fein.
So, was brauche ich jetzt nochmal für den Generator? Wärmeenergie. Wandelt Hitze in Energie um. Kleiner als 15 Grad, 50 Energie pro Minute. Ja, ist doch okay, oder? Alles, was größer ist als 15 Grad, produziert 15 Energie. Aber da unten sind ja 29 bzw. 25 Grad, dann passt das doch. Dann brauchen wir nur Magnetit. Aber Magnetit haben wir ja gar nicht. Genau, ich wollte außerdem ja noch eine Dings bauen, eine Signalboje. Signalboje. Dann markieren wir jetzt mal hier den Eingang. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal das Wichtigste. Dass wir hier auch wieder zurückfinden. Und dann hier nicht irgendwie das wieder neu suchen müssen, den Spaß. Huch. So. Also, hier unten ist der Eingang. Setzen wir die mal hier hin. Und dann benennen wir sie noch um. Das ist Lost River. Genau. Wunderbar, da haben wir das markiert. Und ich sehe meine Energie, also beziehungsweise mein Wasser wird wieder weniger. Da müssen wir mal kurz was tun, und zwar trinken. Und dann docken wir mal jetzt die Seemotte an. Und dann kehren wir mal zurück. Obwohl, baue ich jetzt noch ein bisschen weiter? Ich baue mal weiter. Habe ich auch alles ausgeschaltet im Zyklopen? Ich hoffe ja. Nicht, dass er dann da wieder keine Energie hat. Das wäre prekär. So, hier haben wir jetzt Lost River markiert. Ich fahre jetzt nochmal zurück und baue noch Module an die Base. Nee, das ist Blödsinn. Das ist dumm. Weil dann muss ich draußen mal hin und her fahren und, warte mal, da unten ist noch dieses Schwefelzeug, das nehmen wir mit. Da muss ich tausendmal hin und her fahren und komme zu nichts. Wir machen das jetzt so, wir fahren jetzt mit dem Zyklopen zurück zur Base, laden nochmal die Energiezellen richtig auf. Dann kommen wir mit richtig viel Ressourcen im Schrank von dem Zyklopen zurück. Und dann, meine lieben Freunde, dann kommen wir hierher und dann bauen wir. So, also. Alles einsteigen. Maschinen aktivieren. Ja, guck mal, der verliert hier nämlich schon wieder Energie. Das darf nicht passieren. Das darf einfach nicht sein. Der darf jetzt hier nicht auf Trockenen liegen bleiben. Ohne Energie. Das wäre richtig scheiße. Das wäre richtig schlecht. So, jetzt müssen wir hier nach rechts ausweichen, glaube ich. Gott. Oh Gott. Ja, es tut mir leid, lieber Zyklop, aber ich muss. Bitte sag mir, dass wir hier rauskommen wieder. Ja, da oben ist die Wasseroberfläche. Gott sei Dank. Okay. Das haben wir schon mal geschafft. Wartet mal, die Markierung für die Base Nummer 2 kann ich erstmal abwählen. Für die Rettungskapsel. Da, das brauchen wir nicht anzeigen lassen. Es irritiert mich sonst nur so, wenn da so zwei Anzeigen sind. Wir haben es geschafft, meine lieben Freunde. Wir haben den Zyklopen gerettet. Das war ein ganz schöner Eck, wenn ich das mal sagen darf. Das war sogar ein richtig heftiger Eck. Ich bin froh, dass ich das Teil jetzt endlich wieder habe. Den packen wir dann richtig mit Ressourcen voll, wie gesagt, und dann fahren wir wieder hierher und bauen nochmal eine Base auf. Da unten. Ja, irgendwie glaube ich, dass wir da mehrfach hin müssen nochmal, weil es kann auch sein, dass wir von da aus dann in dieses Vulkanbiom abtauchen müssen. Ich muss mich da nochmal schlau machen. Da muss ich mich wirklich nochmal schlau machen, dass ich da jetzt nicht irgendwie falsch baue, in der falschen Gegend, wo uns das dann am Ende vielleicht auch gar nichts bringt. Da muss ich mich nochmal schlau machen, ob wir wirklich von da aus ins Vulkanbiom kommen oder ob das nochmal ganz woanders ist. Das muss ich nochmal aufklären. Da weiß ich gerade nicht genau, ob das so ist. Es kann sein, dass es so ist. Ich fahre ja gerade ganz schön hoch. Oh Gott, jetzt bin ich wieder kollidiert.
War ja gerade ganz schön riskant. Aber ich will jetzt hier auch schnell ankommen. Ganz schnell. Wartet mal hier hinten. Ich steig mal hier kurz aus. Ich muss mal gucken, ob da bei diesem Wrack noch Sachen sind, die wir scannen können. Interessiert mich jetzt mal. Ich verstehe noch echt nicht, warum der Zyklop so viel Energie verbraucht. Der verbraucht recht viel Energie irgendwie gerade. Haben wir noch Platz? Ja, wir haben noch Platz. Falls ich jetzt überflüssige Blueprints scanne. Das ist kein Blueprint. Metallschrott. Also falls auch jemand hat irgendwie gesagt, ich soll auch diese Kisten hier aufmachen. Das geht nicht. Man kann diese kleinen Kisten nicht aufmachen, es sei denn, die sind schon offen. Ja, sollte ich vielleicht auch dazu sagen. Nee. Weil ich muss nämlich auch diese Arme, diese Arbeitsarme für den Krebsanzug, die muss ich auch mal irgendwie auftreiben demnächst. Die sind auch relativ wichtig. Aber die sind halt auch schwer zu finden, weil die halt bei so tiefen Wracks halt eher sind. Aua! Alter, scheiße! Bloß weg hier. Habt ihr gesehen, wie viel Schaden der mir gemacht hat? Schweinerei! Das geht mal gar nicht. Also mal so überhaupt nicht. Schnell rein. Wie es hier jetzt einfach dunkel ist im Zyklopen. Ich mach mal die Innenbeleuchtung an, das können wir jetzt uns leisten. Hoffe ich. So, zurück zur Base. Zurück auf Kurs. Das ist jetzt wichtig. Zurück auf Kurs, zurück auf Linie. Alter. Also die letzten paar Folgen, die waren echt spannend. Wenn ich das mal sagen darf. Die waren richtig heftig. Kriege ich die Seemotte wieder oder nicht? Kriege ich den Zyklopen wieder oder nicht? Ja, ist ja gut, mein Gott. Gegen was fahre ich denn hier immer gegen? Sind das alles nur Fische oder ist das auch der Boden gewesen jetzt? Ich benutze gerade hier diese kleine Fahrt hier, um mich ein bisschen wieder zu entspannen. Ey, wenn ich immer an irgendwas hier hängen bleibe. Deswegen, ich mag den Zyklopen eigentlich gar nicht so, muss ich sagen. Ich meine, der kann zwar tief tauchen, aber er ist halt so, ja, nicht manövrierfähig. Ich mag die Seemotte viel lieber eigentlich. Diesen Zyklopen, der ist mir einfach zu schwerfällig. Man kann ja auch nicht wirklich auf der Stelle drehen. Das ist auch so das Problem. Verzeihung, Fisch. Wie ich ihn da noch tot von mir hertreibe. Klong, klong, klong. Ey, was ist denn hier los? Schwimmen die jetzt alle in mich rein? Machen die jetzt alle hier einen Kamikaze? Das gibt's ja gar nicht. Oder rutsche ich hier gerade auf dem Meeresgrund rum? Klong, klong, klong. Oh, was ist denn jetzt los? Ja, ja, das wundert mich gar nicht. Hä? Was ist denn jetzt los? Schengel. Oh Gott, es hat gerade gehangen, das Spiel ist eingefroren und danach habe ich festgehangen. Auch beängstigend, wenn das passiert. Muss dann auch gleich mal wieder reparieren. Ich versuche dann nochmal diesen Schaden zu beheben. Liegt da ein Blueprint hinten auf dem Riffrücken drauf? Nee, es kann nicht sein. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Wie gesagt, ich muss den Schaden dann mal begutachten, den wir hier jetzt haben. Und dann muss ich mal gucken, ob ich diese eine Stelle, die da jetzt am Zyklopen kaputt ist, ob ich die reparieren kann. Ja, aber wie gesagt, nochmal zum Thema zurück. Ich mag eigentlich den Zyklopen nicht so. Also ich finde ihn eigentlich nicht so toll. Von der Manövrierbarkeit her und so. Und so. Ich fahre lieber mit der Seemotte rum. Das macht mehr Spaß irgendwie. Auch so in diesen tieferen Gegenden. Ich meine, man bewegt sich dann halt oft an der Belastungsgrenze. Auch mit Ausbaustufe, mit vollständiger. Ja, toll, ey. Warum? Wer vor allem? Wer greift mich denn jetzt an? Meine Güte, ey. Alle so aggressiv hier. Dabei mache ich doch gar nichts. Ich bin doch nur anwesend. Na gut, ich überfahre lauter Fische. Vielleicht ist das die Rache. Man weiß es nicht. So, jetzt schön vorsichtig. Da vorne ist meine Base. Ich versuche mal jetzt hier so ein bisschen runter zu gehen, ohne an irgendwelchen Pilzen hängen zu bleiben. Vielleicht auch nicht unbedingt mit voller Kraft. Wir nehmen mal langsame Kraft zum
manövrieren hier. Ja. Genau. Das hat er jetzt überhaupt nicht viel Energie gekostet. Warum haben wir denn vorhin so schnell die Energie verloren? Das verstehe ich nicht. External Hull Damage detected. Ja, External Hull Damage. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, meine lieben Freunde, ob es geht, ob ich es schaffe, den Schaden zu reparieren, den wir jetzt hier schon die ganze Zeit haben. Aber erstmal docke ich die Seemotte ab, oder? Ja, erstmal docke ich die Seemotte ab. Und vielleicht, damit wir nicht unnötig Energie verschwenden. Wo ist denn jetzt die Anzeige hier? Hallo? Ich möchte gerne das innere Licht ausschalten. So, jetzt machen wir mal aus. Immer schön Licht ausmachen. So. Die ist jetzt auf 100%. Dann gehen wir mal hier jetzt andocken. So. Oh, Gott sei Dank. Wir haben sie wieder alle beieinander, alle Fahrzeuge. Aber was für ein Tod, also was der Tod da auch für Konsequenzen hat in dem Spiel, ne? Das sind halt die Konsequenzen, dass man seine Fahrzeuge erstmal wieder bekommen muss. Insbesondere dann, ja, das geht immer noch nicht. Verdammt, das muss ich echt mal nach einem Neustart probieren. Aber hier war noch irgendwo bestimmt irgendwo eine Stelle, oder? Oder? Nee. Ansonsten ist alles heile. Hm. Ja, das ist echt die einzige Stelle, die defekt ist. Schweinerei. Okay, na gut. Ich werde jetzt nochmal gucken wegen Baumaterialien. Dann nehmen wir jetzt richtig viel mit. Mit Zyklopen. Ah ja, genau. Und ich wollte die Energiezellen aufladen. Ja, ja, Kalorienintake. Ja. So. Jetzt sehe ich wieder nicht, wie voll die sind, die Batterien, weil das so hell ist. Ah, okay. Also, leere Batterie einsetzen, volle rausnehmen. Energiezelle meine ich natürlich. Damit die Seemotte schön aufgeladen wird, damit alle Energiezellen aufgeladen werden. Huch. Hier wollte ich lang. Und jetzt schaue ich nochmal mit Baumaterial. Also. Genau, wir haben das Aerogel. Wir haben Lithium, wir haben ein bisschen Titan. Das reicht aber nicht. Wir brauchen noch... Hier das Magnetit. Zwei Stück brauchen wir da für den Generator, ne? Genau. Wunderbar. Okay. Das packe ich dann alles mal beim Zyklopen in den Schrank. Inventar voll. Vital signs stabilizing. So, das machen wir gleich mal, würde ich sagen. Das bunkern wir da jetzt mal kurz. Und dann kann ich auch noch mal schauen, ob ich unterwegs noch Metallschrott aufsammle. Einige Systeme... Ja, ja, External Hull Damage. Du kannst mich mal... Ich weiß das doch, dass ich einen externen Hullen Damage habe. So, ich danke euch auch noch mal, wie gesagt, für den Tipp, dass ich hier im Zyklopen auch Schränke drin habe. Das wusste ich nicht. Also ich wusste es nicht, bis ihr es mir gesagt habt. Gold brauche ich gar nicht. So, dann müssen wir jetzt mal gucken. Da müssen wir jetzt mal hier Material reinlagern. Noch mehr. Also, wir haben hier auch noch... Blei brauchen wir vor allem auch. Sonst können wir keine Plattform bauen. Für Glas und sowas brauchen wir Kristall. Magnetit können wir, glaube ich, auch ein bisschen mitnehmen. Das schadet auch nicht. Können wir hier auch die Tafel wieder reinpacken. Die brauchen wir gerade nicht. Quecksilber. Da weiß ich nicht, ob ich das brauche. Diamanten. Da weiß ich auch nicht, ob ich das brauche. Warte mal. War da eine leere Energiezelle noch drin? Ja. Ja, 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 ja. Ich mach gleich, ich mach gleich. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das können wir vielleicht auch noch gebrauchen. Das und das Lithium brauchen wir für die Verstärkung der äußeren Hüllen. Und warte mal, den Pirscherzahn, falls wir
dieses emaillierte Glas machen wollen. Also, jetzt muss ich aber erstmal essen und trinken. Und zwar hier. So. Ah, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Vital signs stabilizing. So. Wisst ihr was? Ich ernte jetzt mal die Melonen. Die sollen mir ja angeblich so viel zurückbringen. Jetzt mal hier oben, ne? Ja. Schon wieder komplett den Überblick verloren, was wo ist. Ah. So, erstmal hier. So. Inventar ist voll, genau. Erstmal essen. Dann einpflanzen. Die Melonen. Die leckeren Melonen. So, eine nochmal ernten und die auch noch. Dann einpflanzen. So. Und essen. Ha! Und da bin ich schon wieder voll aufgeheilt. Wunderbar. Apropos, nee, Moment mal, aufgeheilt bin ich ja gar nicht. Stimmt. Ich müsste mal ein Medkit nehmen. Habe ich hier nicht noch ein Medkit irgendwo gehabt? Habe ich keine Medkits? Gibt's ja gar nicht. Aber ich heile mich, glaube ich, über die Zeit auch ein bisschen hoch wieder. Okay. Aber ich würde sagen, meine lieben Freunde, an der Stelle ist jetzt auch wieder diese Folge zu Ende. Ich höre jetzt hier nochmal kurz rein. Spiele zuvor aufgezeichneten Notruf ab. Hier spricht Rettungskapsel 7, Koordinaten übermittelt. Kapsel ist strukturell solide, aber der Fabricator ist hinüber. Er bitte sofortige Unterstützung. 7 Ende. Jetzt haben wir wieder eine neue Location, oder? Lost River? Nö, wird nicht angezeigt. Okay, egal. Anscheinend, vielleicht wiederholt sich das jetzt auch einfach. Kann ja sein. Ich würde sagen, an dieser Stelle ist jetzt die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Subnautica. Und dann stopfen wir den Zyklopen wieder mit Baumaterial voll, gehen nochmal zum Lost River und ich informiere mich in der Zwischenzeit auch nochmal, ob es denn notwendig ist, da unten zu bauen, ob wir da irgendwie zu diesem noch tiefer gelegenen Biom kommen oder nicht, oder ob das sinnlos ist. Bis zur nächsten Folge Subnautica. Bis dann, ciao, ciao!